Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück hier auf Gamers Check LP. Ich bin der Onkel und wir kommen heute zur Gewinnspielauflösung des 7 Days to Die Gewinnspiels. Ja, die Frage lautete, wer ist der Publisher der Konsolenversion von 7 Days to Die? Wir hatten einen ziemlichen Andrang gehabt, muss ich sagen. Also 30, über 30 Mails, das ist fürs erste Gewinnspiel, finde ich das ganz gut. Das erste Gewinnspiel so einer Art. Und viele, viele antworteten The Fun Pimps, aber das ist natürlich falsch, denn das ist der Publisher auf Steam, also für die PC-Version, obwohl eigentlich das Ganze an Telltale Games übergegangen ist. Aber da haben sich wohl viele informiert auf Steam und ja, das ist leider falsch, also der Publisher von der Konsolenversion, deswegen habe ich extra gesagt, die Konsolenversion von 7 Days to Die ist Telltale Games und ja, wie ich schon sagte, es ist dann auch ein Key von den Vorbesteller-DLC dazu und da kann man dann eben von den Telltale Games, die Charaktere sind 5 Stück, kann man dann eben dort auswählen. So, ja, von den ganzen 30, über 30 Mails, die ich bekommen habe, sind noch, Moment, hier seht ihr es, ganze 8 Stück übrig und zwar der Jack, der Patrick, der Samuel, der Alex, der Luis, der Vicky, der David und der René oder David. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist ja auch völlig egal. Ich hoffe, ihr findet euch hier wieder. Ich hoffe, ihr wisst, wer gemeint ist. Und das Ganze wird per Zufall gemacht, denn ich möchte hier niemanden bevorzugen, den ich besser kenne oder so. Ne? Das ist hier fehl am Platz. So fair bin ich natürlich, das ist klar. Und dann würde ich sagen, drücke ich hier auf Auslosen jetzt. Ich werde jetzt hier auf Auslosen drücken. Und dann wird es gleich den Gewinner anzeigen. Also, lieber Jack, Patrick, Samuel, Alex, Luis, Vicky, David oder David und René, viel Glück. Ich drücke jetzt hier diesen Knopf und wir werden sehen, wer der Gewinner ist. Und los geht's. Ha! Und der Gewinner ist der René. Ja, viel Spaß mit der PS4-Version von 7 Days to Die und natürlich dem Vorbesteller-DLC. Ich werde im Laufe des Tages dir eine Mail zukommen lassen mit den Keys drin und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit und auch herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Und ja, das ganze Gewinnspiel konnte natürlich nicht stattfinden ohne der Hilfe von Telltale Games. Da möchte ich mich auch nochmal an dieser Stelle ganz recht herzlich bedanken an Telltale Games und ja, und die anderen, die verloren haben, in Anführungszeichen, ärgert euch nicht. Ihr seid natürlich alle Gewinner und es wird jetzt öfters mal ein Gewinnspiel geben, weil, ja, ich möchte euch auch ein bisschen was zurückgeben und mal schauen, was da so in der nächsten Zeit kommt. Ein Gewinnspiel habe ich noch im Hinterkopf, das kommt auch bald Ende des Monats oder so, kommt noch ein Gewinnspiel und vielleicht seid ihr da ja der glückliche Gewinner und ja, also nicht den Kopf hängen lassen. Und lieber René, dir schicke ich deinen Key heute noch zu. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für die reichlichen E-Mails und ja, viel Spaß damit und dann bis denn. Tschüss!